Queens, welcome back zu einem endlich einem ersten Video mal wieder, wie wir verreisen, zu einem Holiday Vlog. Und ja, wir machen jetzt los. Genau, wir sind jetzt auf dem Weg zur Autobahn. Wir haben es jetzt 12.38 Uhr. Ab 15 Uhr können wir ins Hotel. Und wo es hingeht, bleibt dran. Das erfahrt ihr in dem Video. Also, Schatz ist auch am Start. Viel Spaß! Schaut mal, das Hotel, wir sind da, Kinders. Juhu! So, Queens, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Und ja, kurzes Feedback, beziehungsweise wegen den ganzen Corona-Vorschriften. Also, wir sind jetzt angekommen im Hotelzimmer, im Hotel und mussten noch ein paar Sachen ausfüllen, auch den Covid, also auch reinschauen, bis wann, seit wann unsere letzte Impfung war. Sie hatte jetzt nicht gefragt, ne Schatz, nicht gefragt, wir mussten den jetzt nicht vorzeigen, ne, den Impfnachweis, das mussten wir nicht machen. Wir mussten im Endeffekt eigentlich nur, ja, reinschreiben, wann wir geimpft wurden. Ja, auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt eine Roomtour von unserem Hotelzimmer. Wir sind gerade angekommen und ja, ich muss dazu sagen, als wir reinkamen, dachte ich, erst ist ein Zimmer ohne Bad. Und so hat Schatzi tatsächlich auch geguckt, als er dann reingegangen ist, weil irgendwie das Bad ganz schön versteckt war. Also schauen wir mal rein. Ja Leute, auf jeden Fall, ihr kommt direkt hier rein ins, hier ist die Eingangstür, kommt direkt rein ins Schlafzimmer. Habt hier einen Schrank, habt oben Bademäntel, nochmal separate Handtücher mit drinne. Ihr habt auch ein Safe mit dabei. Ja, dann die Aussicht ist auf dem Innenhof. Also ich muss euch sagen, das ist ja eine Burg. Ne? Also es nennt sich Burghotel Strausberg und ist natürlich alles im Look von so einem Schloss gemacht. Hier habt ihr einen Schreibtisch, dann Fernseher. Ja, also man halt so braucht. Lämpchen, Stuhl. Dann haben wir sogar was bekommen. Das wird Schatzi euch mal zeigen. Was haben wir bekommen? Als Willkommensgruß. Schatzi ist, macht es noch auf. Auch immer, was das sein soll. Ich habe das gar nicht verstanden. Irgendein Drache oder so. Ja, irgendwie so eine komische Figur. Ich hoffe, man kann es sehen. Ach, ein Drache oder weiß ich, was das sein soll. Teufel. Ja, das haben wir als Geschenk bekommen. Das fand ich schon mal sehr, sehr freundlich. So, jetzt kommen wir ins Bad. So, und hier ist das Bad. Ja, also wirklich sehr. Schaut euch mal hier diese ganz alten. Ich meine, das sieht ja schon mega aus, ne? Also es ist schon richtig geil. Wir haben hier auch Seife, wie ich sehe. Föhn ist dabei. Also alles, was das Herz begehrt. Was soll das sein? Bestimmt irgendwie Bodylotion. Okay, also die Kleine würde für meinen ganzen Körper nicht reichen. Ja, auch nochmal Handtücher sind dabei, eine schöne Badewanne. Da ist auch nochmal Duschzeug, hier sind auch nochmal Handtücher. Und ich finde auch diese Fliesen, also das ist schon, ja, schon süß. Süß gestaltet. Jo Leute, auf jeden Fall, das ist das Zimmer. Ich würde jetzt sagen, normales Doppelzimmer ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, ne? Ist halt, wie gesagt, cool gemacht, stylisch gemacht, Spiegel High Queens. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ankommen und dann mal gucken, ob wir uns mal so ein bisschen, ja, was wir noch so machen. Jo Leute, auf jeden Fall, was wir euch noch sagen wollten ist, ihr müsst, wenn ihr hierher kommt, zumindest in der Corona-Zeit, ist Maskenpflicht im gesamten Hotel. Also wenn ihr im Hausflur seid, zum Restaurant geht. Also erst wenn ihr an eurem Platz seid, beziehungsweise in eurem Hotelzimmer, könnt ihr die natürlich abmachen. Aber es gilt immer noch die Maskenpflicht. Und, oh ja, Schatzi kontrolliert jetzt was ganz Wichtiges, ob eine Minibar gibt. Oh, nichts drinne? Okay, Darlings, also ist nichts drinne. Das heißt, das machen wir heute Abend, Schatz, dass ich Hunger krieg. Also, nichts zu knappern. Das ist aber nicht so cool. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt mal uns das Hotel ein bisschen angucken.
So, Queens, damit ihr mal wisst, in dem Hotel sind wir übers Wochenende. Da ist schon meine Schatzi. Wir haben jetzt gerade unser erstes Arrangement gemacht. Und zwar haben wir gerade ein Stück Kuchen gegessen und ein Latte Macchiato. Ja, kurz zur kleinen Information für euch. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag von meinen Großeltern und von meinen Eltern dieses Wellness-Wochenende hier geschenkt bekommen, zu zweit. Und ja, das machen wir jetzt und wir freuen uns drauf. Und morgen haben wir ein Candlelight-Dinner abends und Massage, Kosmetik, und heute Abend werden wir noch schön essen gehen hier in dem Hotelrestaurant hinter mir. Also bis jetzt sehr, sehr schön, sehr gehoben. Also man merkt halt 4 Sterne, ne? Ja, auf jeden Fall schauen wir mal, was der Abend noch so bringt, oder Tag. Hey Queens, so, wir haben uns jetzt fertig gemacht, denn wir gehen nämlich jetzt essen. Und ja, Schatzi und ich wollten gerade den Safe ausprobieren. Habe dann so wie nach Anleitung alles gemacht, aber wir kriegen den Safe nicht mehr auf. Gott sei Dank ist aber nichts drin, also wir haben nichts reingemacht, aber irgendwie geht der Safe nicht mehr auf. Da ist Schatzi, der immer noch am Verzweifeln ist, wieso das Ding nicht aufgeht. Ja. Vielleicht habt ihr ja mal einen Tipp, was macht man in so einem Fall, wenn man jetzt wirklich was reingemacht hat und es geht nicht mehr auf, man hat seinen PIN irgendwie vergessen oder das Ding klemmt einfach, obwohl man einen richtigen PIN eingibt. Vielleicht habt ihr ja eine Info, also schreibt es ruhig mal unten in die Infobox rein. Ja, wir werden jetzt losmachen gleich. Wir werden jetzt essen gehen, schön, und nach dem Essen werden wir dann in den Spa-Bereich gehen und ein bisschen schwimmen, beziehungsweise uns mal den Spa-Bereich angucken. Da können wir euch natürlich nicht mitnehmen, ist klar, aus Datenschutzgründen, beziehungsweise, ja, kann es natürlich sein, dass auch andere Gäste da sind. Deshalb werden wir euch da nicht mit hinnehmen, aber wir sagen für heute erstmal Tschüssi, schön, dass ihr eingeschaltet habt, und schaltet in einem neuen Video rein. Bis morgen.